Ja, hallo. Heute bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass wir wieder mal eine wunderbare Mutter eingeladen haben, um über ihre Erfahrung an der School Beyond Limitations zu sprechen. Wir haben hier Stefanie Schnitter bei uns. Stefanie ist seit Anfang dieses Schuljahres bei uns dabei mit zwei Kindern von ihr. Ein Kind ist an der Primarschule und ein Kind ist an der Sekundarschule. Und ja, und mich nimmt es immer Wunder, was Eltern zu erzählen haben. Es sind jetzt, glaube ich, 5 Wochen ins Land gezogen und es wäre schön, wenn du uns ein bisschen erzählen würdest. Stefanie, erstens mal herzlich willkommen und danke, dass du dich da dafür bereit erklärt hast, deine Erfahrungen weiterzugeben. Erzähl mal, wie geht es dir nach diesen 5 Wochen und wie geht es deinen Kindern nach diesen 5 Wochen an der School Beyond Limitations? Ja, Martina, wie schön, dass ich hier sein darf. Ich bin einfach super, super happy, ein Teil dieser Community sein zu dürfen mit unseren Kids. Und mir schießen immer sofort die Tränen in die Augen, sobald wir hier kommunizieren oder sobald ich auch an die Schule denke. Und wenn mich jemand fragt, hey, wie geht's dir denn nach 5 Wochen? Da werde ich echt immer sofort ganz sentimental, weil ich kann nicht in Worte fassen, was das mit mir und mit meinen Kindern vor allen Dingen macht. Ja, also wir sind hier so neu zusammengewachsen auch. Es ist echt der Wahnsinn, wenn deine Tochter nach 3 Tagen im Badezimmer steht morgens und sagt, Mama, das war die beste Entscheidung, die wir jemals treffen konnten. Und sie war ja die Skeptikerin. Wäre Lias nicht gewesen, wäre sie nicht zu euch gekommen, weil sie Angst hatte. Sie hatte so krasse Angst, was erwartet mich da, was passiert da, wie wird das sein? Und sie ist da eher so die Schüchternere, die sich von selber nicht traut. Und ihr Bruder hat direkt gesagt, ich mach das. Und deshalb ist sie mit aufs Boot gestiegen, sozusagen, ist einfach nur happy und sagt, ich habe mir das ganz anders vorgestellt und es ist so schön und so bereichernd. Und ja, Mann, dass sie einfach so sein darf, wie sie ist. Also, das betont sie immer und immer und immer wieder. Mama, es ist der Wahnsinn. Mama, ich muss das nicht machen, wenn ich es überhaupt nicht will. Ja, also sie ist dann eher so, ich möchte nichts vortragen. Ich traue mich das einfach noch nicht. Vielleicht irgendwann, aber jetzt gerade traue ich mich noch nicht. Und Mama, ich habe den Druck nicht. Ich muss es nicht tun. Ja, aber trotzdem wachsen sie so über sich hinaus und fangen dann plötzlich an, sozusagen, also in der Schule würde man sagen, aufzeigen. Die ganzen Jahre stand immer und immer wieder auf ihrem Zeugnis. Sie muss sich mehr im Unterricht beteiligen, sie muss mehr machen, sie ist zu still, sie macht nicht mit. Ja, sie war immer eine gute Schülerin, aber das wurde immer bemängelt. Und jetzt plötzlich, Mama, ich bringe mich nur noch mit ein und es macht so Spaß, weil sie nicht mehr muss. Spüren das einfach, ja? Und dieser Druck ist nicht mehr da drauf. Und also da ist echt der Wahnsinn. Und einfach, ja, bei unserem Kleinen, ich sitze ja da noch daneben. Ich gehe quasi selber noch mal zur Schule. Und ich muss echt sagen, ich hatte einen riesen Respekt davor. Ja, ich bin auch jemand, die eigentlich sehr, sehr, sehr viel Rückzug braucht und Zeit für mich. Und ich muss auch sagen, ich habe die Morgende früher auch genossen, wenn ich meine Ruhe hatte. Ja, aber. Dann kam mittags Lias aus der Schule nach Hause und es war jedes Mal Theater wegen der Hausaufgaben. Es war jedes Mal anstrengend und wir mussten es da reinprügeln und wir hatten eigentlich immer Streit. Und ja, es gibt auch heute mal herausfordernde Zeiten, aber haben sich so verändert, ja. Der steht jetzt morgens auf und fängt schon an. Vor der Schule sind wir schon mit allem fertig, ja. Dann haben wir schon gelesen, dann haben wir schon Englisch gelesen, haben wir schon Mathe gemacht, ja, dann haben wir schon Englisch irgendwie was online gemacht oder so. Dann ist der schon fertig und einfach nur happy. Ja, natürlich ist eine Herausforderung mit dem Englischen, ja. Ich meine, wir reden hier von vierte Klasse sozusagen. Das ist natürlich eine Herausforderung, lassen wir mal dahingestellt. Aber also ich wundere mich, wie gut ich es verstehen kann. Ja, ich habe ja gedacht, oh Gott, wie soll ich klarkommen? Echt super gut und einfach diese spielerische Art, wie schnell die lernen. Unser Sohn hat immer Fingernägel gekaut, ja. Richtig, richtig blutig sich gekaut. Und die wachsen wieder. Also, Stefanie. Das ist, weißt du, da immer wenn ich das höre, ja, für uns ist es fast teilweise ein bisschen normal geworden, aber immer wieder, wenn ich es dann wirklich höre von den Eltern, dann stehen so
Ja, steht die Gänsehaut auf, weil man sagt, das kann es doch nicht sein, ja, dass das in so kurzer Zeit passiert. Möchtest du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was passiert denn im Unterricht? Du bist ja dabei, gerade in der Primarschule bist du noch dabei und du hast auch vorhin davon erzählt, es ist schon ein Unterschied, ich muss noch da sein und ich habe jetzt nicht meine Ruhe, ja, weil an unserer Ruhe, in unserer Primarschule darf eben ein Erwachsener dabei sein, um eben die Schüler zu unterstützen. Wie würdest du denn diesen Unterricht, ja, was passiert genau? Wie würdest du ihn beschreiben? Was machen sie da? Und du hast auch gesagt, sie lernen so schnell und das ist tatsächlich so, sie lernen so schnell. Erzähl ein bisschen. Ja, also ich muss ja auch da ehrlich gestehen, Vertrauen, Vertrauen. Tatsächlich habt ihr immer nur gesagt, hab Vertrauen und da muss man wirklich erst ein paar Mal atmen. So, ja, okay, ich habe Vertrauen, ich gehe da jetzt einfach mit. Und auch da ist wieder so der Wahnsinn, was die Kinder aus sich herausholen. Ja, wir sitzen hier jetzt wirklich teilweise und machen Matheaufgaben, die in so hohe Stellen gehen, was eigentlich jetzt ursprünglich in der 4. Klasse noch gar nicht vorkommen würde, ja, weil er darauf Bock hat. Was machen die da? Also es ist alles ja so ein bisschen auf spielerische Art und Weise und doch so intensiv. Ich finde es super, wie die miteinander interagieren. Also ich muss jetzt gerade mal selber überlegen, ist ja auch ganz viel auch mit Malen, aber trotzdem. Ja, also ich merke halt gerade bei Lias, der ja auch immer extrem anti, wenn ich irgendwas muss, ist, dann mache ich es erst recht nicht. Ja, hat jetzt hier den Raum bekommen und testet das natürlich auch aus. Ja, wie weit kann ich gehen? Aber kriegt hier wirklich den Raum so zu sein, wie er ist. Und auch im 1:1-Mentoring. Ja. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon danach geweint habe, weil ich gedacht habe, das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. Wer als Mutter das kennt, dass man denkt, oh Gott, mein Kind benimmt sich hier gerade unter der Gürtellinie und gegenüber sitzt dir ein Lehrer, der dich spüren lässt mit wirklich tief aus seinem Herzen, hey, es ist okay, es ist neu und es ist normal und lass ihn sein und atme durch und ey, ich nehme dir das nicht übel und ich sehe dein Kind. Dann ich kann wirklich, finde das so fantastisch. Und das spüren die, ja. Und die fangen an, plötzlich dann doch zu malen, obwohl sie malen so sehr hassen. Und die fangen an, sich in die Küche zu stellen und Experimente zu machen. Und ja, jetzt treffen sie sich sogar mittags manchmal online und machen irgendwelche Dinge. Ja, also es ist alles irgendwie möglich. Ich hatte auch so ein bisschen Angst vor sozialen Kontakten, dass das so ein bisschen untergeht. Aber ich kann das auch das nicht beschreiben. Was ist denn wertvoller? Kontakte vom Herz, von Herz zu Herz und dann vielleicht auch online? Ja, und man kann sich ja auch trotzdem treffen. Also die ersten Dates sind schon vereinbart, ja. So. Wir können ja jetzt auch immer von überall Schule machen. Somit Ja. wird das erste Kind vielleicht demnächst für eine Woche mal zu uns kommen. Ja, also total cool. Ich finde es einfach schön und wie dieses, ja, was manchmal so stattfindet. Dieses Gestichel, ja, ich kann, das ist einfach so eine ganz neue Lebensgemeinschaft, ja. Du hast jetzt etwas ganz Tolles angesprochen und das ist wirklich diese soziale Komponente, nicht? Weil viele Eltern natürlicherweise, also die stellen sich das vor online, da kann man das Soziale und das Emotionale gar nicht einbringen. Und du hast das jetzt so schön beschrieben. Also, ist es tatsächlich wahr, dass man es nicht einbringen kann? Du hast jetzt vom Herz zu Herz, ja, Verbindung, gesprochen und dass da schon neue Kontakte nicht nur online entstehen, sondern dass ihr euch gegenseitig besucht und einlädt. Ja, was passiert denn im Feld? Ja, du hast auch vorhin so nett beschrieben, es ist die Energie, ja, da ist so eine andere Energie. Was passiert denn aus deiner Perspektive im Feld, dass da die Kinder plötzlich erkennen, oh, ich werde gesehen, ich bin nicht nur eine aus vielen, sondern eine aus vielen, sondern ich bin der Lias, ich bin die Lina, ich bin, ja, also was würdest du sagen, macht diesen Unterschied aus? Es ist schon alleine auch, dass sie so wenige in der Klasse sind. Ja, ich meine, auf 8 Schüler einzugehen, ist ja, also das ist ja schon mal alleine der Wahnsinn, ja, dass sie so gesehen werden. Und dieses Herz zu Herz, ich weiß auch nicht, das muss man einfach erleben. Ja, da kann man noch so viel reale Verbindung haben.
Aber dass da wirklich, und ich weiß nicht, wie ich das rüberbringen soll, aber dass das wirklich so tief aus dem Herzen kommt. Also da, man spürt es einfach so extrem, und auch die Kinder untereinander, die gehen irgendwie ganz anders miteinander um. Lias hatte vor 3 Tagen irgendwelche Probleme mit einer Matheaufgabe. Und dann kommt wirklich im Chat über Direktnachricht: Weißt du was, Lias? Mir fällt das manchmal auch nicht so leicht. Ja, bitte, da schreibt ein 9-jähriges Kind. Ein 9-jähriges Kind schreibt so einen Satz. Wie wundervoll ist das bitte? Und mein Sohn sitzt am anderen Ende und denkt: Oh, ich glaube, die kann das auch gar nicht so gut. Und die sagt es auch noch. Ja, und es ist okay. Ja, wer gibt das denn heute freiwillig zu? Wir müssen doch immer alle stark sein, immer alle gut hinhalten. Und da wird es einfach gesagt: Hey, Lias, mir fällt es auch schwer. Du bist nicht allein. Das stand noch dahinter. Du bist nicht allein. Und ich habe da echt gesessen und gedacht: Wow, ja, 9 Jahre Oh. alt. Also, ja, oder es sind so Kleinigkeiten, wie heute haben wir über Kürbisse gesprochen. Und über ein Experiment von Kürbissen. Und also mich berühren diese Kleinigkeiten. Dass die Lehrerin am anderen Ende sagt: Hey, du hast jetzt gerade den Kürbis geschnitzt, ja? Begutachte ihn und freue dich an ihm noch ein paar Tage. Und mach erst dann das Experiment, wenn er schon so ein Stück weit am Verrotten ist, weil danach kannst du ihn wegschmeißen. Also mach es nicht direkt, sondern erfreue dich erst mal dran und mach es dann zum Schluss, so diese Wertschätzung für die kleinen Dinge im Leben, ja? Oder geh in die Natur und such irgendwas. Aber wenn du ein Tier findest, töte es nicht, sondern dann mach nur ein Foto davon. Und was du sammeln kannst, das sammel. Das sind so die kleinen Dinge, die aber, glaube ich, so viel in uns und unseren Kindern bewirken können. Ja. Ja, das ist doch das, was zählt. Das ist Menschlichkeit einfach. Nicht dieses Reinprügeln von Vokabeln, von Matheaufgaben, sondern die Menschlichkeit einfach. Das ist es doch, was uns irgendwie ein Stück weit verloren gegangen ist. Ganz genau. Und das liegt uns so am Herzen. Ja, es ist eine holistische Bildung. Es geht wirklich darum, dass das ganze Kind als Wesen gesehen wird und nicht nur das Kind, sondern das ganze Umfeld. Ja, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Oh, wie schön. Also, Stefanie, ich könnte dir stundenlang zuhören. Eine Frage habe ich allerdings noch. Du weißt ja, dass wir Human Design auch verwenden, um unsere Schüler und Kinder einfach in ihrer Persönlichkeit noch besser abholen zu können, ja. Aber es ist, wir verwenden ja nichts dafür, um zu kategorisieren, sondern einfach viel mehr zu verstehen, ja. Einfach dieses Kind, du hast vorhin auch so schön erzählt von deinem Sohn oder auch deiner Tochter, die gesagt hat, die hat nicht mitgemacht in der vorhergehenden Schule, weil der Druck da war, und hier plötzlich kommt alles so fließend. Und das hat ja auch damit zu tun, dass wir sie einfach in ihrer Einzigartigkeit anerkennen und mal sagen: Okay, das ist in Ordnung so, wenn du heute mal nicht mitmachst oder so, oder wenn du dich jetzt mal zurückziehen willst, oder als Generator, dass du mal schnell rausspringen musst und dich einfach deine ganze Energie loslassen musst. Wie siehst du das? Siehst du das umgesetzt irgendwo an der SBL, oder siehst du das eher als Hindernis, weil man die, wie erlebst du das als Mutter? Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also ich muss jetzt auch sagen, ich habe hier diese Besonderheit von einem Manifestorkind auf der einen Seite und dem Generatorkind auf der anderen Seite. Zudem, also ich finde es ja schon großartig, wenn du dich erinnerst, ich glaube, nach der 2. Woche habe ich dich angeschrieben, weil ich wirklich dachte: Oh Gott, wie gehe ich damit um, dass mein Sohn jetzt da nicht mehr ruhig sitzen kann und irgendwie auch austesten will: Hey, kann ich hier wirklich so sein, wie ich bin? Ich glaube nämlich, das ist es in Wahrheit. Kann ich hier wirklich so sein? Ich will jetzt wissen, ob das wirklich so ist. Und ich war dann echt auch hier ein bisschen verzweifelt, weil er ständig aufsprang und trotzdem aber alles mitkriegte, aber ich irgendwie nervös wurde: Mann, die müssen doch sitzen bleiben und zuhören und die können doch nicht einfach weggehen. Und dann warst du ja auch innerhalb von ein paar Stunden verfügbar und hast mir sofort geantwortet. Und wir haben sofort einen Zoom-Call gehabt und hast mich da direkt abgeholt, hast reingeschaut in das Human Design. Und mir hilft das extrem. Aber mir hat es sowieso auch extrem geholfen. Seitdem ich das weiß, kann ich mit meinen Kindern ganz anders umgehen. Und dann hast du mir gesagt: Hey, lass ihn doch mal. Und Martina, es hat genau einen Tag gedauert, in dem ich einfach, ja, du hast mich da gehalten. Ich konnte dann wieder vertrauen. Und plötzlich bleibt er wieder sitzen. Es war tatsächlich nur ein Test,
Ja, und wenn du dann dieses Human Design mit einbringst, also ich finde das super, super wertvoll und ich finde überhaupt nicht, dass da irgendwie ein Stempel drauf gesetzt wird oder so. Dein Kind ist jetzt Generator und es ist jetzt nun mal so. Also davon spüre ich nichts zumindest, ja, sondern einfach nur als Hilfsmittel. Hey, ja, da und da hast du Herausforderungen, das könnte da und daran liegen. Das sieht man halt in seinem Chart und ich finde das super, super wertvoll, ja. Also ich kann das überhaupt nicht, kein Stück als negativ sehen. Null, also null, ich bin total dankbar für Human Design und dass ihr das mit einbezieht, das hilft extrem. Also ich wünschte mir, das würde an anderen Schulen so laufen, dann würde man vielen, vielen Konflikten aus dem Weg gehen. Ja. Weil wir glauben ja immer, wir sind alle gleich. Ja. Ja. Wir müssen alle gleich ticken. Und genau durch Human Design wird es ja erstmal ermöglicht, dass jeder so sein darf, wie er ist. Also ich finde es großartig. Wunderbar, genau so sehen wir das auch. Und Stefanie, jetzt wollte ich einfach erstens mal, ich glaube, du hast da so vieles schon erzählt und ich glaube, da können sich die Menschen, die sich das anhören, jetzt schon ein Bild machen, wie es bei uns an der Primarschule läuft. Ein bisschen weniger vielleicht, wie es an der Sekundarschule läuft, aber da sind die Eltern eben nicht dabei. Was würdest du denn den Eltern mitgeben auf den Weg, die jetzt eventuell sagen, ja, das klingt alles so gut, aber es ist so anders, ja, was würdest du denen denn mitgeben? Was würde ich denen mitgeben? Also, wenn etwas in dir auch so einen Funken versprüht, wie das bei mir war, ja, dann geh einfach dafür. Ich hatte eine Scheißangst. Ich drücke das jetzt bewusst so aus, damit man nochmal genau so dahin hört. Ich habe hier gesessen und Blut und Wasser geschwitzt, sowohl um der finanziellen Sache, als auch um diesem Konzept des Vertrauens und des völlig neuen Schulsystems sozusagen. Aber etwas in mir hat gebrannt. Und wenn du das auch spürst, dass das nur irgendwie wertvoll sein könnte für deine Kinder und auch als Systemfamilie. Ja, also bei uns hat sich als Systemfamilie einfach so viel verändert. Dann geh dafür, mach einen Termin, hör es dir an und vor allen Dingen auch die Kids. Also ich habe ja jetzt auch Kontakt zu mehreren Müttern, wo die Kinder so, ja, ich will, aber irgendwie auch doch nicht. Und ich sage dann halt immer, die Kinder müssen das ja noch nicht auffangen, sondern das sind wir Eltern. Und bei uns war es so, nach dem Gespräch mit dir waren unsere Kinder auch angefixt. Und dann stand irgendwie, ich sage, geht erst mal bis zum Gespräch mit Martina. Und dann ach, die liebe Zeit. Ja, und die Angst wird immer da sein. Sie wird einfach immer da sein, ja, durch die Angst, da ist der Weg und das ist echt so ein Motto, geh da einfach durch. Ich kann nur sagen, von Herzen ermöglicht euren Kindern diesen Weg und vor allen Dingen auch euch selbst, weil es ist einfach der Wahnsinn und das wird auch die neue Welt sein. Ich bin der festen Überzeugung, das wird sich ausbreiten und das wird nachher die Schulform sein für die Zukunft. Davon bin ich wirklich fest überzeugt. Ja. Wow, Stefanie, du sprichst mir aus der Seele. Also deswegen arbeiten wir jeden Tag, weil wir es wirklich so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung stellen wollen, weil das sehen wir auch so. Ich sehe es auch ganz stark so. Es geht in diese Richtung und es muss in diese Richtung gehen, weil wir sind alle wirklich als einzigartige Wesen auf diese Welt gekommen und jeder hat seine Mission und jeder darf nach seiner, wir nennen es Essenz, leben dürfen und dann auch entsprechenden Beitrag leisten. Also, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Stefanie, für deine offenen und ehrlichen Worte, für deinen Enthusiasmus, für dein Vertrauen. Und du hast es richtig gesagt. Ja, also es geht wirklich ums Vertrauen. Und wenn wir im Vertrauen zusammenarbeiten und für das Wohl unserer Kinder, ja, und da einfach wirklich loslassen können und sagen können, wir sind ja, also hier arbeiten Profis, die wissen, was sie machen und die wollen wirklich sich mit jedem einzelnen Kind verbinden, um das einzelne Kind ins Strahlen zu bringen. Wenn das irgendwie interessant und klingt und anspricht, dann meldet euch doch bei uns und dann kommt ihr zuerst ins Gespräch mit unseren Admission Advisors. Die machen das großartig und, ja. dann auch mit mir ins Gespräch. Und vielen herzlichen Dank an Stefanie. Das war ganz toll. Es hat mich richtig gefreut, dass du bei uns warst. Danke. Schön. Ich hoffe, er erreicht noch so, so, so viele Menschen. Wirklich, wünsche mir von Herzen. Dankeschön, Stefanie. Und alles Gute. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.